Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Studie von 2016 schätzt das Geldwäschevolumen in Deutschland pro Jahr gar von 100 Milliarden Euro, eine unglaublich hohe Zahl. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Ich weiß aber, dass Ihr Zitat, Herr Dr. Schick, falsch ist. Geldwäsche und Geldwäscher dürfen sich in Deutschland nicht eingeladen fühlen. Das Gegenteil ist der Fall. Und, Herr Dr. Schick, das wissen Sie. Natürlich ist es das Ziel von Kriminellen, dorthin zu gehen, wo es eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe Wirtschaftskraft und eine hohe wirtschaftliche Wertschöpfung gibt. Das ist die automatische Anziehungskraft eines guten, erfolgreichen Wirtschaftsstandorts. Aber, und das ist das Wichtige dabei, wir wollen in Deutschland saubere Geschäfte. Wir wollen keine Kriminellen. Wir wollen keine Steuerhinterziehung. Und ich habe den Eindruck, Herr Kollege Binding, es wird in diesen Zeiten immer mehr Mode, den Standort Deutschland eher schlecht zu reden. Wir sind stark als Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, wir können und müssen trennen zwischen den sauberen und unsauberen Geschäften. Und deshalb Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung werden von uns mit aller Entschiedenheit bekämpft. Gerade in Zeiten, in denen die Terrorismusgefahr so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, müssen wir auf allen Gebieten intensiv gegen den Terrorismus vorgehen. Dazu kann nicht nur die Innen- und Sicherheitspolitik einen wichtigen Beitrag leisten, sondern eben auch die Finanzpolitik. Denn schließlich planen Kriminelle und Terroristen oft auch mit finanziellen Mitteln, um ihre extremen Pläne umzusetzen. Insofern tragen wir auch mit diesem Gesetz zu einer klaren Bekämpfung bei. Es ist ein gutes Zeichen, dass in dieser Woche, in der wir das 60-jährige Bestehen der römischen Verträge feiern, Europa auf diesem Gebiet vereint vorangeht. Und das sollten wir auch positiv festhalten. Mit europaweit einheitlichen Regeln können eben am besten Geldwäsche und Terrorismus effizient bekämpft werden. Schließlich haben wir und haben uns die Anschläge der vergangenen Jahre gezeigt, dass Terroristen nicht national, sondern international agieren. Die dritte Geldwäscherichtlinie gilt in Deutschland nun 10 Jahre. Und es ist selbstverständlich, dass wir angesichts der vielen Entwicklungen, der zusätzlichen technischen Möglichkeiten auf die neuen Vorgehensweisen zur Geldwäsche und Terrorfinanzierung reagieren müssen. Und wir verbessern mit diesem Gesetz ganz klar die Effizienz. Dies tun wir mit der heutigen Einbringung des vorliegenden Gesetzes zur Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, die dritte EU-Geldwäscherichtlinie ablöst. Und wir erwarten auch die fünfte EU-Geldwäscherichtlinie, sobald das EU-Parlament dies beschlossen hat. Konkret bedeutet dies, dass wir die Empfehlungen weiter voranbringen. Und die bedeutendsten Änderungen sind natürlich nun mal hier die Geldwäscherisiken anhand von Listen. Und wir haben jetzt mit dem elektronischen Transparenzregister eine gute Lösung, hier auch weitere Erfassung voranzubringen. Damit erhöhen wir die Transparenz und erschweren gleichzeitig den Missbrauch von Gesellschaften und Trusts für Geldwäsche, Steuerbetrug und Terrorismusfinanzierung. Zukünftig müssen die Finanzinstitute auch die Risiken ihrer Niederlassungen im Ausland erfassen und damit entsprechende Maßnahmen danach ausrichten. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Das ist das Problem, das international besonders in vereinter Kraft hingesehen werden muss. Dabei, und das ist mir wichtig, darf es nicht zu pauschalen Generalverdacht kommen, es darf nicht zur Überbürokratie kommen und es darf nicht zu falschem Aktionismus kommen, wie das hier heute angeklungen ist. Das ist letzten Endes der falsche Weg. Wir müssen schon genau die Schnittstelle betrachten, wo letzten Endes etwas
kriminell wird, wo Steuerhinterziehung stattfindet und nicht pauschal alles in Grund und Boden verdammen. Das ist falsch und deswegen müssen wir ganz gezielt dies vornehmen. Ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, dass wir als starker Wirtschaftsstandort auch die Verantwortung haben, dass hier das kriminelle Geschäft, der Steuerbetrug, Terrorismusfinanzierung von den anderen Dingen klar getrennt werden. Und das werden wir mit der Beratung mit diesem Gesetz vornehmen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.